Damit willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Regrowth. So, die Folge möchte ich gerne etwas produktiv sein. Möchte, warum leckt das jetzt wie Sau? Keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich, wie schon gesagt, produktiv sein. Also möchte auf jeden Fall 2 bis 3 Seeds herstellen. Und jetzt machen wir erstmal kurz ein was, wenn es mal aufhören würde zu lecken. Ja. Hallo? Kriegst du dich jetzt mal bitte ein? Na? Ha, puh, verdammt. Mach mal kurz einen kleinen Gart hier rein. So, mal schauen. Jetzt habe ich das nochmal neu gestartet, das Spiel. Mal gucken, ob es jetzt besser geht. Einigermaßen. So, jetzt machen wir erstmal kurz das Bild ab. So, Oak Frame bitte dran. Und jetzt gucken wir mal auf der. Meine Güte. Leckt aber doch immer noch ganz schöner. Bisschen bewegen, auf den Boden gucken. Was ist hier los? So, gucken wir einfach mal auf der Karte, weil ich hatte schon ein bisschen Zeit. Na komm, schmiere nicht ab. So, und jetzt seht ihr mal, bisschen hab ich schon machen können. Das ist alles bloß mit Erde jetzt hier. Die fast die Hälfte ist geschafft, dieses Bereiches. Aber warum leckt das gerade, wenn ich jetzt hier aufnehmen möchte? Verdammt. So, klatschen wir wieder dran, umdrehen und weggehen. Uah. So, und wie schon gesagt, ich möchte produktiv sein, möchte mindestens 2 bis 3 Seeds herstellen. Aber dafür brauchen wir erstmal, habe ich jetzt das hier drinne, Seeds. Also ich möchte auf jeden Fall den Blaze Seed machen. Da brauchen wir halt noch eine Feder. Das machen wir jetzt gleich als erstes. Machen wir uns die Eier, dann noch den Obsidian Seed und den Wasser Seed. Ha, es leckt immer noch, verdammt. So, wird halt mal eine kleine Leckfolge. Ja, komm, hoffentlich kriegt sich's ein. So, und dafür habe ich jetzt hier schon alles vorbereitet, zumindest fürs Ei. Und ja, ich habe noch ein paar Mana Spreader gebaut, ein paar Mana Pools und habe die Hydrogenes dahin gebaut. So, aber jetzt machen wir die Eier, dass das hier endlich mal vorangeht. Aber warum leckt das jetzt hier? Ich habe aber auch nichts im Hintergrund laufen. Render nichts, gar nichts. Ha. Gut. Gut. Jetzt machen wir nochmal fix Bind Mode. Denn da geht das nämlich ein bisschen zügiger, wenn ich nicht höre. Ha. Passt das so oder so schon. So, da haben wir jetzt gleich unsere Eier. 16 Stück. Ab ins Buch gucken. So, starten. Ja, wir müssen bei der Live of the World. So, da kriegt man immer die Experience Drops und nochmal 16 Eier. Gut, und die tun wir erst einmal, zumindest die Drops tun wir weg. Hört doch mal auf hier rum zu lecken. Meine Güte. Hat sich das aufgehangen? Mal gucken, vielleicht klappt das so. Naja, sieht mau aus. Ach, verdammt. Ja, wird's halt ein bisschen laggy heute. So, jetzt. Oh. Ja, die Experience Drops rein. Jetzt gehen wir zu unserem kleinen Gehege. Extra für die Hühner. Oh. Okay, jetzt hat's wieder hier die Welt nicht richtig geladen. Verdammt. Ha. Ha. So, 4. Jetzt tun wir erstmal hier Hühnereier reinwerfen. Und hoffen, dass Hühner rauskommen. 1 haben wir auf jeden Fall. Hat sich das gerade im Boden geklitscht? Ja, hat sich. Hallo? Geht doch. Meine Güte. Und da ist das normale Hühnchen wieder oben. Wunderbar. Glitchy. Möchte mindestens 2 haben. Oh. Komm schon. Okay, 2 Hühnchen haben wir. Wow.
und Suicide-Style zulassen, umdrehen, weggehen. Oh, so, ach, und hier wachsen unsere Earth-Seeds, sie sind auch jetzt endlich perfekt. 10, 10, 10. Wenn es mal hier normal laufen würde. Ah! So, Mitte, also nicht, das müsste dann der hier sein, auch nicht. Wo hat sich dann mittleres Seed versteckt? Ah. Oh Mann. Ich kack gerade hier ab. Ach, ich meine, jetzt bestimmt gleich nochmal einen Cut reinmachen und nochmal ja. Neu starten müssen alles. Verdammt. So, da mal auf ein drittes. So, mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Na, jetzt läuft es schon mal. Oh, jetzt läuft es flüssiger. Ja, ich freue mich. Gut, da können wir nämlich die Eiertümer mal kurz hier mit rein. Weil jetzt können wir nämlich unseren ersten neuen Seed machen. Den Obsidian Seed. So, da tun wir mal die Crops weg. Die Axt weg. Das Buch weg. So, weil wir brauchen das nämlich jetzt hier alles. So, bitte hier hin. So, erstmal den Seed. Die drei. Rune of Water, Rune of Fire, Rune of Earth und einen Obsidian. Und? Waren es doch vier? Seeds, Obsidian. Seed? Ja, vier. Gut, mein Fehler. Fauxpas. Und, komm. Die haben wir nämlich hier. Wir brauchen noch ein. So, wunderbar. Dann geht das nämlich. Ja. Zack, und jetzt aber. Ha, da haben wir dann schon mal ein Obsidian zieht. Gut, da kommen wir ein Buch. Schon mal die nächste Quest, also quasi hier. Den hier, dann machen wir noch auf Milch noch ein Gold. Haben wir? Gold. Siehst du, Gold. Was braucht man für ein Gold-Seed? Also, das haben wir. Rune of Fire, Rune of Earth. Da werden wir doch gleich drei machen können. Ha. Rune of Fire. Aber gut, wir haben jetzt noch keine Rune of Earth. Ja. Oder? Hab ich die irgendwo anders hingetan? So viele Kisten. Ah. Aber ich glaube, wir haben keine Rune of Earth mehr. Denn hier ist bloß die Rune of Water. Ich glaube, die letzte Earth Rune haben wir da reingepfeffert. Pfeffer! Ja, gut, muss ich dann nochmal eine Rune of Earth machen. Also machen wir erstmal bloß die hier. So, machen wir es. So. Und. Obsidian Seed. Yay! Analysieren und unsere Aufzuchtstation. Aufzuchtstation 1 und der zweite steht dort. Also geht das schon mal ein bisschen besser. Na gut, schneller und besser, ja, schneller, nee. Dauert trotzdem seine Zeit, bis es hier hinten ist. Und dann wird es auf jeden Fall 10, 10, 10 sein. So, den nächsten Seed. Den Water Seed. Und ich wette, da braucht man auch. Nee, da braucht man nur 3. Dann geht das. So. 1, 2, 3, das. Und das war's. Rune of Water. Geht los. Nee, kein Rune of Water, ein Water Seed. Meine Güte. Und dann gleich nochmal zu den Hühnchen gucken, ob die endlich mal schöne Väter gelassen haben. Dass wir dann nämlich den. Welchen Seed wollte ich danach noch machen? Wir bräuchten Blaze Seed. Und da bräuchten wir einen Rune of Air. Da bräuchten wir eine Feder, deswegen. Na, Arbeiter schon. Okay, Rune of Water braucht eindeutig länger. Ha. Gut, dann gucken wir gleich mal zu den Hühnchen. Hühnchen. Ha, jetzt kann ich es dir nochmal zeigen, wenn ich es jetzt in der Mitte finde. So, das ist in der. Hier wird die Mitte sein. Und. Hier ist der 10x10er. Das sind alles die Nachkömmlinge. Ha! Die muss ich eh alle nochmal ernten und neu pflanzen. Und eine Feder. Wunderbar, Dankeschön. Weitermachen. Vermehren. So, da können wir doch dann schon eine Rune of Air machen. Wir brauchen bloß noch einen String und so einen Carpenter. Strings, wo hab ich die hingepfeffert? Da. Walla hat auf jeden Fall hier.
Das ist Marble. Da haben wir Welle. Gegen die so. Ja. Gut, da können wir die nämlich wieder hier rein. Die dahin. So, was braucht man jetzt noch für eine Rune of Air? Dreimal Mana-Stil. Na gut, das ist ja nicht gerade so die Welt. So. Müssen wir zu unserem Mana-Pool. Ja, oh, das funkt und funkt. Aber jetzt machen wir es mal fix hier. Drei Mana-Stil. Zack. Und da haben wir jetzt auch noch einen Water Seed. Es geht voran. Yay. So. Und bis zur nächsten Folge sind die dann wieder schön aufgebaut. Können wir dann, wird sich dann hier wieder was einiges verändert haben. Wird dann hoffentlich alles jetzt hier schon dann erdig sein, grün sein. So, und jetzt was mal wieder hier hin. Wachst. So, und jetzt machen wir erstmal noch den Rune of Air. Und so, und jetzt wird was essen hier. Dass das endlich wieder voll ist. Ha! So, da kommen wir dann nämlich dann, wenn die hier ausgewachsen sind, hier die Wasserseeds, hier die Obsidian hin. Data Warts muss ich auf jeden Fall auch mal noch ein, so ein 5x5 Feld machen. Ja, da haben wir noch, hab schon ein bisschen was zu tun. Weil das wird dann hier alles hier voller Crops, voller Essences. Gut, warum hab ich da hier? Ah ja, egal. So, Hühnchen, ihr könnt wachsen. Und es fängt schon wieder an zu lecken. Wow. Da, gut. Huh. Tut's schon Funken sprühen? Ja, natürlich. Weil da können wir dann doch noch einen Blaze Seed machen. So, und. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Und das. Gut, zwei tun wir mal hier rein. Eins, zwei, tack. 1, 2, 3, 4 und was vergessen für einen Place Seed? Eine Rune of Fire. Gut, die hast du noch. Oh, die hab ich ja schon hier. Gut. Fast alles hier vergessen hier. Und klingen. Da wird dann ein Place Seed und wo tun wir den hinbauen? Muss ich auf jeden Fall noch mal eine kleine Aufzuchtstation basteln. Hier sind ja Obsidian. Habe ich jetzt noch solches? Solche Erde. Erde hätten wir hier, aber wir bräuchten ja die Purified. Die kompostierte Erde. Kompost habe ich schon. Na gut, haben wir noch ein bisschen. So ist es nicht. So, Erde raus. Die Crops hier hin, bitte. Dankeschön. Schaufel. Ha. Dann machen wir hier eine kleine. Kleine. Hoffnung, dass jetzt hier nicht kein Loch kommt. So, das langt, dass man das andere Werkstatt auf Screen noch beenden. Ah ja, hat geleckt. So, brauchen wir den Mohawk wieder. Oh, da haben wir dann doch schon ein paar Seeds mehr geschafft. Ha. Und da haben wir jetzt noch ein Blaze Seed. Also haben wir doch die drei geschafft, die ich schaffen wollte, auf jeden Fall in der Folge. Obsidian, Wasser und Blaze. Weil da kommen wir dann nämlich demnächst dann mit die alte. Ja gut, wir brauchen ja dann erst mal. Müssen wir gleich ins Buch gucken. So, jetzt du machst mal den anpflanzen. Du machst mal die drei Errungenschaften noch einholen. So, haben wir noch hier die Crops hin. Zack, zack. Und wachst. Gut, jetzt ab ins Büchlein. Haben wir was essen hier. So, da haben wir nämlich Obsidian Seed, dann nehmen wir die hier. Auch die. Und die. Gut, ich glaube bestimmt die hier die Gold Seeds und das hier. Bauxit Bonus, weil Limestone nimmt es irgendwie nicht an. Entweder hat es sich jetzt eingekriegt. Werde ich jetzt mal gleich probieren. Oder ich muss halt mal eine Stufe niedriger gehen. Also immer zurück raiden. Dass
erstmal hier auf 0,713. Aber ja, nimmt sich an. Limestone. Wir haben Limestone. Und es nimmt sich an, da muss ich bestimmt mal zurück raiden, dass wir hier Essenz auf Aluminium kriegen. Dass wir nämlich einen Aluminium-Seed machen können. Der sich irgendwo gerade hier versteckt. Skeleton Skull. Jetzt gehen wir einfach mal Alu ein hier. Nein, bis so. Den hier. Weil wir brauchen bloß immer, dass wir dann hier ein Aluminium-Seed haben. Aber irgendwie nimmt es das hier gerade nicht an. Hab's ja gezeigt und dann muss ich bestimmt mal immer zurückraden. Und dann wird es hoffentlich gehen. Und es wird gerade Nacht. Und wir gehen mal fix zum Bettchen hin. So. Und bald angekommen nehme ich dann auch endlich die Experience. Jetzt machen wir, dafür brauchen wir noch Gold und Aluminium Essences, weil die brauchen von jedem was. Und dann geht das straff. Und dann können wir nämlich auch den stärkeren Infused Stone machen. Und dann können wir uns wieder mit den nächsten Seeds beschäftigen. Und ein bisschen hier ausprobieren, noch die Erde verbreiten. Und hier vielleicht unser Haus mal ein bisschen bauen. Ein bisschen. Und ja, da würde ich mal jetzt an der Stelle sagen, trotz dass es am Anfang übelst geleckt hat und es du jetzt gerade schon wieder anfangen, sag ich mal Dank fürs Zuschauen, hoffe es euch gefallen. Sorry nochmal fürs Lecken. Und nicht vergessen, abonnieren, kommentieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!